Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, das Gedenken an die zerstörerischen Luftangriffe am 13. und 14. Februar 1945 auf Dresden, die nach Ende des Krieges die Sowjetzone, später auch die DDR aus Gründen der Propaganda zu einem angloamerikanischen Terrorangriff etikettierten, sollten von Anbeginn ein bewusst politisches Erinnern sein. Und dass Deutschland nun geteilt war, beförderte das erstrebte Geschichtsbild eines demokratischen Teils, nämlich der DDR und der als Nachfolgestaat des Dritten Reichs deklarierten BRD. Und ich möchte Ihnen meinen kurzen geschichtlichen Abriss verdeutlichen, dass das Gedenken seither mehrfach im Sinne der herrschenden Doktrin gedeutet und instrumentalisiert wurde. Die Zerstörung Dresdens wurde ab 1950 nicht zum ersten Mal instrumentalisiert, nachdem die Nationalsozialisten schon 1945 den Bombenangriff als einen bewussten Angriff auf die abendländische Kultur deuteten, war es nun an der DDR-Führung, den Zerstörungsmythos weiter zu pervertieren, indem man auf eine immerwährende Gefahr wiederkehrender Angriffe durch den Westen und seiner Verbündeten verwies. Die 50er und 60er Jahre waren in diesen Februartagen also geprägt vom Kalten Krieg mit Massenkundgebungen, Fackelumzügen und zentralen Kulturveranstaltungen. Eine der Losungen lautete, die Mörder Dresdens sind die Kriegstreiber von heute. Ich meine, dass jeder eingeborene Dresdner in seiner Familienbiografie Erinnerungen an diese schreckliche Nacht hat. Und ich weiß von Dresdner Familien, deren jährliche Erinnerung am Abend des 13. Februar mit dem Anzünden und dem Aufstellen einer Kerze im Fenster begangen wurde. Bei Glockengeläut und ohne institutionell verordnete Trauer. Vielmehr im Sinne der Aussage, nur das Volk wird in der Welt geachtet sein, das sich selbst, seine Geschichte und seine Toten ehrt. In den frühen 80er Jahren etablierte sich eine andere Form von Gedenken. Der NATO-Doppelbeschluss brachte eine neue atomare Gefahr in die Welt und in Ost und West gründeten sich Friedensbewegungen, die nun ihrerseits die Zerstörung Dresdens als ideales Bild für pazifistisch geprägte Trauerarbeit erkannten. Der 13. Februar wurde nun plötzlich zu einem Antikriegstag. Nach der Wende formierte sich wiederum ein neuer Ansatz, gab es nochmal einer neuen Deutung Raum, denn spätestens nach der berühmten Dresdner Rede von den blühenden Landschaften im Osten, gehalten im Dezember 1989 von Helmut Kohl vor der Ruine der Frauenkirche und seinem Schwur, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht, dies vor einem Meer von Deutschland fahren, war klar, dass der Widerstreit zwischen Ost und West zum 13. Februar die nächsten Jahrzehnte dominieren würde. Am 13. Februar 1990 dann veröffentlichte eine Dresdner Initiative den Ruf aus Dresden zum Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche mit den Worten, Zitat, wir wenden uns besonders an die Staaten, die den Zweiten Weltkrieg geführt haben. Es ist uns dabei schmerzlich bewusst, dass Deutschland diesen Krieg entfesselt hat. Der Wiederaufbau der Frauenkirche als Symbol für die Wiedervereinigung war in den 90er Jahren durchaus ein einendes Projekt. Dennoch war nun das Narrativ der schuldigen Stadt Dresden erstmals benannt. Und obwohl noch 1972 von Seiten der damaligen Dresdner Stadtverwaltung nach, Zitat, gesicherten Angaben der Dresdner Ordnungspolizei zufolge eine Zahl von 250.000 bis 300.000 Opfern realistisch sein sollte, korrigierte man die Zahl auf ca. 25.000. Damit gilt das Bombardement, und das muss man wissen, nicht als Kriegsverbrechen, und als Folge dessen darf man die ab der 2000er Jahre stetig größer werdenden Trauermärsche von Neonazis dies im Gedenken an die Opfer des Bombenholocaust bewerten. Die Instrumentalisierung erfährt hierbei einen weiteren vorläufigen Höhepunkt. Dem setzte die Stadt Dresden bis 2005 wenig entgegen, nur dass der Neumarkt und die Frauenkirche als Orte des stillen Gedenkens etabliert wurden. Es gründeten sich nun Protestbündnisse gegen die Vereinnahmung des 13. Februar, gegen die rechtsextreme Trauermärsche und für das stete Erinnern an Deutschlands Schuld. In diesem Sinne und als bewussten institutionellen Gegenprotest lädt die Landeshauptstadt seit 2010 zu einer Menschenkette um die historische Altstadt ein. Diese Gegenproteste setzen allerdings damit rechtsextreme Aufmärsche anreisender Neonazis und stilles Gedenken erinnernder Dresdner gleich. Dies mit dem Ziel, den, Zitat, Dresdner Opfermythos zu dekonstruieren und der Aussage des gegenwärtigen Dresdner Oberbürgermeisters, Zitat, Dresden war keine unschuldige Stadt, zu folgen. Auch in diesem Jahr wurden wieder durch verschiedene selbsternannte antifaschistische Aktionsbündnisse, die allesamt mittelbar oder unmittelbar zentral alimentiert werden, dazu aufgerufen, das Gedenken massiv und lautstark zu stören und jeden, der vorhatte, an dem vormals geschändeten, zeitweise provisorisch instand gesetzten Gedenkort zu treten, daran zu hindern.
Kindern. Die Stadtspitze indes ließ sich milde lächelnd mitten eines tobenden Antifa-Mob fotografieren. Auch in diesem Jahr läuteten um 21.45 Uhr überall in Dresden die Glocken. Auf dem Altmarkt, wo nach dem Bombardement tagelang die Toten aufgestapelt und verbrannt wurden, konnte man sie an diesem Abend nicht hören. Aber nicht alle ließen sich in ihrer persönlichen Trauer nehmen. Man berichtete mir von einer jungen Frau, die sich über lange Zeit den beständig schreienden Aktivisten mit einer Kerze in der Hand leise singend entgegenstellte. Solch ein Symbol wünsche ich mir für unsere Stadt. Vielen Dank.